Ja, servus zum Freitagsvlog. Ja, jetzt lassen wir mal hier gleich früh am Feiertag die Viecher raus. Fangen wir an mit den Hühnern und mit den Schweinen wieder. Ich habe gerade wieder eine Ladung Futter mit runtergebracht. Also da liegen hier einmal Kastanien, Kastanienblätter, Äpfel aus dem eigenen Garten habe ich mitgebracht. Rosenkohl, Paprika, ja, Hagebutten habe ich für die Schweine mitgepflückt. Und da hinten in der Wurz habe ich dann einmal für die Hühner verteilt, mit Tomaten, mit Salat, Kräutern. Dann können sie sich alle bei Gelegenheit holen, was sie möchten. Und dann würde ich sagen, lassen wir sie mal raus. Türchen auf. Haken einhängen. Morgen. Gleich den Zaun anstöpseln. Moin. Komm. Ich hab da gar nicht aufgefressen. So. Das war die erste Seite. Ja. Können die raus. Und dann lassen wir gleich noch unsere anderen Freunde raus. Die warten schon. Ferkelchen? Schmudi? Ja, was ist denn? Wollt ihr mit raus? Ja, das glaube ich. Bitte schön. Komm. Ja, komm. Da sind sie schon, die beiden. Gleich mal kontrollieren, was gibt's denn heute zu fressen? Ja, ich habe letztens mal den Kommentar gekriegt, ich könnte doch mal via Frage-Antwort-Video machen. Ja, ich habe das jetzt zwar nicht offiziell angekündigt, aber es kommen ja doch immer wieder Fragen und ich beantworte mal die. Und ich würde sagen, fürs nächste Video, wenn ihr Fragen oder was habt, die könnt ihr mir mal einfach stellen. Und dann versuche ich die weitestgehend im nächsten Video mal mit unterzubringen, zu beantworten. Quasi wie ein Frage-Antwort-Video. Ja, und ich würde mal anfangen jetzt mit den Fragen, die ich jetzt im letzten gekriegt habe, im Dienstagsvlog, also vor gestern. Da kam die Frage, wo kriegst du eigentlich immer das gute Gemüse her? Also das, was jetzt da mitliegt. Die Äpfel sind, wie gesagt, aus dem eigenen Garten. Ich habe vor, mittlerweile sind es fast zwei Jahre, war ich einmal in einem Verbrauchermarkt in Kulmbach. Ich habe ein wenig rumgefragt, also es ist ja so, die meisten Verbrauchermärkte machen das nicht mehr, die geben nichts mehr ab. Das wird normalerweise ein Großteil an die Tafeln gegeben und was da nicht weggeht, ist leider auch, ich sage mal die Hälfte davon, das landet im Müll. Und da habe ich einige Märkte durchgefragt und ich habe in Kulmbach einen gefunden, der das macht, dem hier was abgibt. Wer genau das ist, sage ich nicht, weil das ist unter die Märkte untereinander etwas verpönt, wenn man dann sagt, man gibt es als Viehfutter noch ab. Und ja, ich kriege das, wie gesagt, von einem Supermarkt, Verbrauchermarkt. Und da hole ich zweimal die Woche, sortiere dann aus, was da davon verwertbar ist. Bohnen und Kartoffeln, wenn sie haben, die kann ich an die Schweine verfüttern. Das wird halt gekocht und das kriegen die Schweine. Und das ganze andere Rohgemüse, das kann ich direkt an die Viecher verfüttern. Die Pferde freuen sich über Paprika und Gurken und Tomaten. Und ja, die Reste, Salat und das kriegen die Hühner, Apfel aufgeschnitten. Ganz klar, die haben alle was davon.
Weil es ist eigentlich wirklich sehr schade, wenn man sich anguckt, was da teilweise noch dabei ist. Also die Paprika, die jetzt da liegen, denen fehlt im Endeffekt gar nichts. Da ist halt im Päckchen eine, die manchig ist. Und dann fliegt aber das ganze Päckchen weg. Ja, und das ist eigentlich schade, wenn man sich so überlegt. Aber so ist halt die Gesellschaft. Wenn was matschig ist, dann wird es nicht mehr gekauft, beziehungsweise wird aussortiert, weil gedacht wird, es wird nicht mehr gekauft. Wenn man das aber vielleicht dann zum halben Preis oder was verkaufen wird, wird es vielleicht auch noch jemanden geben. Und mittlerweile, was man so überall hört, die Tafel ist mittlerweile auch etwas genäschig geworden. Die nehmen auch lang nicht mehr alles. Früher ist ja wirklich alles zur Tafel gegangen. Aber mittlerweile, wenn da in einem Päckchen mit Äpfel einer angetatscht ist, dann fliegt der lieber in den Müll, als dass die Tafel den da nochmal aussortieren muss. Wie gesagt, so gehen halt die Gerüchte rum. Das Höchste ist halt einfach so. Ja, dann kam wieder die Frage, was für eine Rasse ist es denn? Sind es vielleicht Husumer Sattelschweine? Natürlich. Also die beiden hier, das sind zwei rotbunte Husumer Sattelschweine. Ja, der mit mehr Weiß auch. Der ist halt, wie gesagt, von der Farbe her nicht ganz passend. Und Ferkelchen hier, der unkastrierte Eber. Der ist von der Zeichnung eigentlich optimal. Ja, und ich habe eigentlich, wie gesagt, vor, er soll ja dann nochmal da bleiben, als Deckeber. Und ja, der Schmuddi, so böse wie es klingt, der kommt natürlich dann irgendwann nochmal in die Wurst. Ja, geh. Geh mal her. Gunst. Ja, also ich finde sie richtig schön. Sind ganz hübsche. Man hat sich schon richtig an sie gewöhnt. Die sind jetzt seit 3 Tagen da und trotzdem, die gehören schon richtig dazu. Geh mal her. Mutti, geh mal her. Geh mal her. Freilich. Dich. Geh mal her. Geh mal her, Ferkelchen. Siehst du? Geht doch. Was sagst du? Was sagst du? Bist Maschine. Ja. Das ist nur meine Hose, die schmeckt nicht. Die sind draußen. Die Hühner könnten auch raus, wenn sie wollten. Die haben aber scheinbar wieder keine Lust. Ja, so ist das halt. So, dann lassen wir mal noch unsere Gänse raus. Sofern sie nicht schon draußen sind. Vielleicht hat sie der Bruder schon raus oder die Mutter. Manchmal läuft sie früh runter und lässt sie schon aus. Ja, direkt voraus stehen die Emma und der Joggel. Und da ist schon der Zaunpfahl umgefallen. Ja, super. Wenn der Boden nass wird, dann fallen die Dinger um, weil sie nicht tief drin waren, weil ich sie umgesetzt habe. Da war es sehr nass, sehr trocken. Ja.
meine Mutter ihre Gänse. Die werden nicht geschlachtet. Die sind da, solange sie halt da sind. Und ja gut, da mache ich natürlich nichts dagegen. Ist so. So, jetzt würde ich sagen, jetzt gehen wir mal unter zum Feld. Da kann ich noch eine Frage beantworten. Und da sehen wir uns gleich wieder. Ja, ich bin gefragt worden, warum machen die die Vorgewände so komisch. Also ganz am Anfang haben wir ja hier eine Furche gezogen, unten eine Furche gezogen, oben eine Furche gezogen und da eine Furche gezogen. Quasi eine Umrandung ums Feld und die Furche immer außen. Warum ist das gemacht worden? No, das ist ganz einfach. Wir wollen unser Feld möglichst eben halten. Also wir haben unseren Nachbarn hier drüben quasi. Der schafft es ja beim Acker nicht mehr. Ja, da ist eine Senke drin. Und da hinten, da ist so ein richtiger Berg. Das war früher mal genauso eben wie unser Feld. Und das kommt davon, wenn man mit dem Hang nicht umgehen kann. Sage ich jetzt da mal so, wie es ist. Wir kennen nichts anderes wie Hanglage. Wir hatten immer schon Hanglage, auch früher die Felder, die wir so hatten. Dieses Feld hier, jetzt kommt nämlich gleich die Antwort auf eine Frage. 2,71 Hektar ist momentan noch unser einziges Feld. Und ja, um das eben zu halten, wird hier außen geackert, dass hier eine Furche entsteht. Und ganz am Schluss, wenn du fertig bist, werden die Vorgewände gemacht. Beziehungsweise hier oben ist es ja nicht so schlimm. Wir ackern ja sowieso immer von unten nach oben quasi die Erde. Wir fangen oben das Ackern an am Feld und ackern immer so, dass die Erde raufkommt. Ist ja wie gesagt Hanglage das Ganze. Und an der Hanglage wegen der Erosion müssen wir schauen, dass wir unsere Erde oben behalten. Wir wollen den guten Boden nicht verlieren, indem er da runter in den Graben rutscht. Sondern wir wollen ihn hier oben haben im Feld. Runter wandern tut er von ganz alleine, ist ja klar. Ja, und da wird auf alle Fälle dann erst einmal so nach oben geackert. Immer hin und her, hin und her, hin und her. Und ganz am Schluss, wenn man dann fertig ist auf dem Feld und ganz unten angekommen, dann geht es an die Vorgewände. Und jetzt kommt diese Furche vom Anfang zum Tragen. Die ist erstens einmal via Begrenzung und zweitens hat sie den Vorteil, wir ackern dann beim Begradigen. Man sieht es hier, die Furche ist jetzt im Feld drin. Ist aber nicht schlimm, das macht die Kreiselecke. Wir ackern so die Erde nach außen hin. Dann fällt quasi der erste Teil in die Furche, dass man da keine solchen Löcher hat. Und ackert dann immer weiter und dann circa, naja, die Arbeitsbreite vom Pflug 3,60 Meter im Feld drin. Entsteht quasi die Furche. Ja, da habe ich extra nicht so tief reingehalten, weil da ist der Boden eh schon geackert gewesen. Da haben wir ohne Furche, die müssen wir wie gesagt mit der Kreiselecke zuputzen. Wir dürfen am Schluss keine Furchen hier im Feld behalten. Ganz einfacher Grund. Eben durch die Erosion, wenn ich jetzt so eine Furche hier habe, wenn ich die jetzt so lasse und es kommt ein richtiger Regen, die ist wie ein Flussbett. Da pfeift der ganze Dreck, das ganze Wasser da runter bis runter und nimmt mir die sämtlichste Erde mit. Und genau aus dem Grund dürfen wir die nicht lassen. Genau aus dem Grund haben wir die ja nicht am Anfang draußen, sondern dann mittendrin. Da können wir sie schön mit der Kreiselecke zuputzen. Die muss ich jetzt bloß bei Gelegenheit einmal vom Bekannten holen, weil wir haben keine eigene. Und dann wird die geschnappt und dann fahren wir da drüber und die durch das Kreiseln dreht die uns quasi den Boden hier wieder zu, schiebt da Erde mit rein und dann ist am Schluss das ganze Feld schön eben. Theoretisch könnte man auch den Kultivator nehmen, könnte drüber fahren, aber ich denke mal, die Brocken sind so hart, die packt der auch nicht. Mit der Kreiselart ist das schneller zu machen und sauberer. Also so viel zum Thema, warum mache ich so bescheuerte Furchen außen dran? Ist es wirklich, dass das Feld dann möglichst eben ist? Man sieht es ja hier. Also die Erde schiebt es dann immer rauf, dass wir hier keine Abbruchkante kriegen und uns quasi die Erde hier verloren geht. Da kurz in der Sommerwand. Das Saatweizen ist da. Oder Feuerdart. Da kommt der Lade. Mit den Big Bags, zwei Big Bags, ca. 700 Kilo. Ja, und den Kipper habe ich schnell rausgefahren. Das lagern wir dann mal auf dem Kipper. Mit dem Allgeier. Der sollte auch einmal wieder gezeigt werden. Da haben wir eine.
Der Lader ist praktisch. Hier geht Ratschen liefern. Die Unimog. Ja, da haben wir schon wieder Donnerstag. So schnell geht's immer. Gestern ist nicht viel passiert am Feiertag. Aber dafür dann heute. Also gestern ist, wie gesagt, das Saatgetreide gekommen. Heute habe ich nochmal Gras gemäht mit dem Balkenmäher. Das letzte Stückchen hier im Grundstück. Das ist jetzt weg. Das war quasi vorne Richtung Straße noch ein bisschen. Und jetzt habe ich hier im Grundstück alles weggemäht. Also da sieht man schon der Teil da. Und da runterwärts. Der ist jetzt weg. Und ich habe wieder mein Spezialvehikel. Wieder den Kettendamper. Und mit dem fahren wir jetzt das Futter noch hinter. Ja, die Schweine habe ich gerade noch einen Teil abgegeben. Die stehen da unten, falls man sie erkennt. Auf dem Grashaufen drauf. Die Hühner sind mit draußen. Wo ist das Wetter wieder schöner. Ja, und dann haben die auch was zu tun. Und ich fahre jetzt noch einen Teil davon hinter zum Pferstall. Der Rest wird dann für morgen aufgehoben. Und nächste Woche dann, oder ich schätze mal aufs Wochenende, werde ich dann nochmal das Trommelmähwerk anhängen an die IHC. Und werde mal auf meine großen Wiese unten, da habe ich ja nur einen Schnitt heuer gemacht, da werde ich immer noch einen Teil wegmähen. Und anschließend da mal den Ladewagen rausholen. Den wollten ja einige sehen. Da habe ich gesagt, ich habe nichts dafür. Aber nachdem das Gras noch so schön hoch steht, also in Anführungsstrichen hoch, das sind vielleicht 20 cm, wenn überhaupt. Da sage ich, da mähe ich es weg und dann gebe ich es als Grünfutter. Da spare ich mir Heu. So viel Heu brauche ich da nicht geben. Die Pferde freuen sich, die Schweine freuen sich, die Hühner freuen sich, die Gasen, der Esel. Dann passt es und dann gebe ich ihnen das so. Und ja, würde ich sagen, jetzt fahren wir das aber nieder. Und spätestens im nächsten Vlog dann, also am Dienstagsvlog, könnte dann nochmal der Kramer mit dem Ladewagen unterwegs sein. Aber das seht ihr ja dann. Ja, ich sollte ja den Kettendamper mal ein wenig genauer vorstellen. Oder zumindest da mal zeigen. Ja, die Magnethalterung brauche ich dann irgendwo draufsetzen. Es vibriert alles zu euch. Also, zum Starten muss ich ein bisschen Gas geben. Gang kann ich mir schon auswählen. Das ist jetzt der erste Vorwärtsgang, der zweite Vorwärtsgang. Und dann kann ich jeweils noch einmal einen etwas schnelleren Gang auswählen mit der Fahrkupplung schnell. Ja, hier am Berg fahren wir erst einmal im ersten an. Hat einen Elektrostart, also Zündkerzen rumdrehen. Und dann die Fahrkupplung rein. Mit diesem Hebel hier kann ich lenken. Ziehe ich den Lader, zieht hier drüben die Bremse bzw. die Kupplung. Ziehe ich eine leicht, ist die Kupplung, ziehe ich eine stark, ist die Bremse. Sieht man schon, jetzt läuft er noch mit. Jetzt steht sie. Wie bei einem Panzer auf der anderen Seite dasselbe. Ja. Und dann fahren wir mal hinter zum Stall. Geht mit dem Ding einfach wunderbar.
dann schmeißen wir denen nochmal was drüber. Also das war jetzt der Schnellgang oder das Schnellste, was er schafft im Vorwärtsgang, der ja eigentlich der Rückwärtsgang ist. Ja, ich habe ja mal in dem Anvideo gesagt, fast 20 Stundenkilometer bringt das Ding drauf. Also es ist schon eine schöne Geschwindigkeit, war allerdings dann recht holprig. Aber auf gerader Strecke ist das gar kein Problem. Emma! Hanna! Der Rest ist für morgen. Also die Dumperladung sind in etwa 2 Tage Futter. Emma? Mal gucken, ob wir es denn doch gelockt kriegen. Emma! Komm! Anna! Komm! Da? Der Jogi ist der Schnellste. Ja, es wird Zeit, dass ich den Zaun wieder versetze. Wo sind wir denn so lang? Ja, Mogala. Lass es euch schmecken. Ja. Futter habe ich ihnen gegeben. Rückwärtsgang ist ja eigentlich. Der Rückwärtsgang ist ja eigentlich das R. Aber der Dumper, der ist bei uns genau rumgedreht, der sitzt, habe ich auch schon mal gesagt. Deswegen ist der Vorwärtsgang jetzt der Rückwärtsgang. Drauf, wenn es sein muss. Mal noch schnell den Zaun ausschalten, weil hinten ist er ausgefädelt.
haben wir nicht mehr aufgeräumt. Ja, zum Kettendampe selber gibt es nicht viel zu sagen. Es ist ein Hanix-Kettendampe. Ja, den genauen Typ wüsste ich jetzt auch nicht auswendig. Verbaut ist er. Hat Dieselmotor. Da haben wir eine. Ja, und wie gesagt, das Ding normalerweise im Vorwärtsgang, also die blauen Gänge da, 20 Stundenkilometer, überhaupt kein Problem, macht er locker. Ja, so viel dazu. Oh, warte, jetzt hätte ich es beinahe vergessen. Wir haben jetzt 10 Uhr abends, Donnerstagabend. Ich war gerade über den Videoschnitt und jetzt ist mir eingefallen, ich habe da einem Zuschauer versprochen, ich zeige im Freitagsvlog jetzt einmal noch ein Utensil. Da wird schon so lange drauf gewartet, dass ich das einmal zeige. Ja, da seht ihr mal, wie ich zu euch bin. In Schlapper schnell hier runter. Draußen ist es aktuell recht frisch. Kalt wird frisch. Ja, ich habe es natürlich nicht ganz vergessen. Ist mir jetzt, wie gesagt, beim Videoschnitt aufgefallen. Also ich schneide das Video jetzt zusammen. Über Nacht lädt es dann quasi erst einmal der Computer. Und morgen früh sollte es dann eigentlich fertig sein zum Hochladen auf YouTube. So ist der Plan. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Ja, auf alle Fälle, was ich zeigen sollte, wollte, möchte, ist dieses gute Stückchen hier. Ja, ich bin jetzt schon mehrfach danach gefragt worden, zeigt doch mal euren Rasenbulldog. Ja, das ist er. Nein, ist kein Glas, wie man es vorne unschwer erkannt hat, ist ein Husqvarna. Den genauen Typ, ihr fragt mich was, keine Ahnung, weiß ich auch nicht genau. Ja, Rosenbulldog halt. Ja, wir haben den mal über einen Bekannten von meinem Vater gekriegt. Der war mit Motorschaden, die wollten den loshaben. Ja, wir haben den Motor wieder zusammengerichtet. Also der war ungebrochen und wir hatten noch ein neues Kurbelgehäuse vom Bekannten wieder rumgekriegt und haben dann quasi einen funktionsfähigen Rasentraktor wieder zusammengebaut, wie man sieht. Ja, so schaut das Ding aus. Ja, was soll man da groß erklären? Ich meine, anlassen kann ich ihn jetzt nicht, weil ich glaube, dann kriege ich garantiert Ärger. Abends um die Zeit, das brauche ich mir, glaube ich, nicht mehr erlauben. Ja, Breitreifen vorne und hinten, damit er schön über den Boden überträgt, auch wenn es feucht ist. Der hat den, wie sagt man, Hydrostaten drin. Quasi den Hebel hier einfach nach vorne, Fahrgeschwindigkeit erhöhen, Fahrgeschwindigkeit langsamer, Stillstand und hier den Rückwärtsgang auch zu regeln. So sieht es hier aus. Dann haben wir natürlich hier die Schnitthöhenverstellung dran. Hier ist der Gaszug. Das da, der ist der Choke. Den braucht man aber so gut wie nie. Hier drüben kann ich das Licht einschalten. Sieht man jetzt vorne. Und natürlich auch starten. Und hier oben, das ist der Mähwerksantrieb. Wenn der Motor läuft und ich ziehe den hier, dann startet das Mähwerk. Ja, zum Mähwerk ablassen das. Und die Handbremse, Parkbremse ist hier unten. Die braucht man aber so gut wie nie. Ja, das ist das ganze Stück. Getränkehalter drauf, ganz wichtig für die Flasche Bier. So schlimm ist es nicht. Ja, Grasfangkorb hinten dran. Und ja, mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen. Zur Farbgebung, ja, ganz einfach. Wir haben den damals gekriegt. Husqvarna ist ja original orange. Sieht man ja hier so ein bisschen durch. In dem tiefen Kratzer. Und das schöne Orange, was drauf war, das war halt, ja, ich sag mal, recht abgetreten, abgenutzt, kaputt. Und nachdem er damals eh komplett zerlegt war, das war unser allererstes Fahrzeug, das quasi in Glasgrün lackiert wurde. Das wollte mein Bruder so. Ja, und dann ist der glasgrün geworden. Ja, ist immer was anderes. In Orange hat nicht jeder, in Schwarz vielleicht hat noch jemand einen Rasenbulldog. Wir hatten noch mal einen, der war in dunklem Hatzgrün lackiert.
Das war mal ganz alte, ich weiß gar nicht, was das für Hersteller war. Wir haben rote Rasenbulldog. Und jetzt ist er halt einmal glasgrün. Ich finde, das macht aber eigentlich auch ein ganz schickes Bild. Schaut doch ganz gut aus. Der Grauton von Husqvarna passt da ganz gut dazu. Ja, und das ist halt nur grün lackiert worden im Endeffekt, die Teile und der Schriftzug drauf gekommen. Die Felgen haben wir nicht lackiert, also. So pingelig ist es da nicht gemacht worden. Und, ach, ich sag mal, so ein wenig hingucken. Wichtig ist, dass er mähen kann. In Aktion kann ich mir dieses Jahr leider nicht mehr zeigen oder nicht zeigen, weil ja, so viel Gras zu mähen ist da gar nicht gewachsen, dass ich den einmal in Aktion zeigen könnte. Und unnütz Spritverfahren braucht man nicht. Wie gesagt, neu ist er nicht. Man sieht schon hier, der Sitz ist durchgesessen. Da braucht es irgendwann nochmal vielleicht einen neuen. Aber für uns tut er seinen Zweck voll und ganz. Das ist in Ordnung. Gut. In diesem Sinne, ja, das wird es gewesen sein. Ich denke mal, soweit, so gut. Wir sehen uns dann definitiv nächste Woche am Dienstag 16.30 Uhr wieder. Bis dahin sollte ich eigentlich die Kreiselecke haben. Vielleicht gibt es dann auch ein Video vom Adenfohren. Vielleicht gibt es bis dahin auch ein Video vom Zaunholen. Das weiß ich noch nicht, weil ich aber noch Wildschutzzaun, den ich holen muss. Mal gucken, sehe ich schon. Und dann würde ich jetzt allen nochmal ein wunderschönes Wochenende wünschen. Und man sieht sich am Dienstag wieder. Servus bis dahin. Ciao.